Ja, willkommen zu diesem allerersten KDE Tipps und Tricks Screencast in Zusammenarbeit mit 7OS Neptune. Ich werde Screencasts machen auf meinem 7OS Neptune System, deshalb müsst ihr das berücksichtigen, dass ich hier ein anderes Theming verwende, also Standard Theme und Standard Looking von 7OS Neptune eben. Das Look und Feel und ansonsten könnt ihr das auch im ganz normalen KDE-System nachvollziehen. Ich werde, falls es Dinge gibt, die sich speziell auf eine KDE-Version beziehen, das auch erwähnen. Also falls ihr eine Mindestvoraussetzung haben solltet. Aber die Screencasts beziehen sich meistens halt eben auf KDE 4, 6, 4, 7 und aufwärts. In dem Fall bei diesem allerersten Tipps wird es eher was um KDE 4, 8 gehen auch, weil es dort einige neue Funktionen gibt. Und um euch das jetzt zu demonstrieren, das Thema lautet, wie schalte ich eigentlich meinen Umschalter um? So habe ich das Ganze mal genannt. Und was ist eigentlich der Umschalter? Das kann ich euch jetzt ganz einfach zeigen, indem ich zwei Fenster öffne, ein Terminal und ein Dateimanager. Ich habe also jetzt diese zwei Fenster hier offen. Und wenn ich zwischen diesen Fenstern umschalten möchte, gerade bei Vollbild macht das ja Sinn, kann ich natürlich die Taskleiste benutzen. Ich kann aber auch eine Tastenkombination benutzen und das ist halt Alt und Tab. Gerade bei vielen Fenstern macht es dann Sinn, dass ich eine Vorschaufunktion habe und standardmäßig liefert jetzt in dem Fall KDE 4.8 auch die Vorschaufunktion mit. Das heißt, ich kriege hier ein kleines Vorschaubild in diesem kleinen Kästchen angezeigt, das mir anzeigt, zu welchem Programm ich jetzt wechsle. Ihr seht, es ist jetzt markiert, dieses Terminalfenster. Gleichzeitig wird dieses Terminalfenster hier auch leicht transparent dargestellt, in den Vordergrund gehoben, damit ich sehen kann, was da gerade abläuft. Auch besonders nützlich, falls ihr zum Beispiel im Hintergrund irgendwie was laufen habt und wollt mal kurz drauf schauen, ohne dass ihr wirklich zur Applikation wechseln wollt, direkt könnt ihr das hier schnell machen. Und dann wechsle ich wieder zurück, kommt mein anderes Fenster, mein Dateimanager-Fenster wieder in den Vordergrund. Hier unten steht auch nochmal der Name, der mir sagt, was es ist. Ich kann natürlich auch mit der Maus hier reinklicken, muss dazu sagen, dass ich die Alt-Taste dann gedrückt halten muss. Also Alt-Tab zum Wechseln. Geht aber auch, wenn ich hier Tab drücke, seht ihr, wechselt er hin und her. Das ist also der Fensterwechsler, der Fensterumschalter im Grunde genommen. Minimieren wir mal die zwei Fensterchen und ich zeige euch die Einstellungen. Dazu geht ihr einfach auf den Kick-Off-Button, Systemeinstellungen und dann Fensterverhalten. Dort habt ihr jetzt die Möglichkeit, seit der Version 4.8 auch Effekte für den Layout-basierten Umschalter einzustellen. Das ist sehr, sehr nett. Wenn wir hier mal auf Konfigurieren klicken, werdet ihr sehen, dass es viele verschiedene Layouts gibt, wie ich jetzt meinen Umschalter gestalten kann. Also dieses kleine viereckige Kästchen, wenn ich Alt-Tab drücke. Da habe ich zum einen die Möglichkeit, die jetzt standardmäßig eingestellt ist mit Vorschaubildern. Die ist, glaube ich, auch bei 4.7 und 4.6 noch enthalten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eine ausführliche Ansicht einzuschalten, die mir neben dem Programmnamen ein Symbol anzeigt, also nicht das Vorschaubild, aber dann auch eventuell anzeigt, auf welcher Arbeitsfläche sich jetzt das Fenster befindet. Klicke ich da mal drauf, kann ich euch das mal zeigen. Das würde dann so aussehen. Es werden meine drei Fenster hier quasi angezeigt. Falls ich das nicht möchte, dass jetzt auch gleichzeitig im Hintergrund eben das Fenster markiert wird und diesem halbtransparenten Effekt dargestellt wird, weil das ja doch so ein bisschen vielleicht eventuell störend sein könnte, habe ich natürlich die Möglichkeit, ausgewähltes Fenster hervorheben zu deaktivieren. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, Umrisse des ausgewählten Fensters anzuzeigen. Wie würde das denn jetzt aussehen? Das würde so aussehen. Ihr seht, ihr kriegt jetzt so leicht einen Umriss hier. Seht ihr dieses, ich habe jetzt hier das Terminal ausgewählt, hier so einen leichten Umriss, wo sich das Fenster im Hintergrund dann befindet. Das wird aber nicht selber angezeigt, das Fenster, sondern es wird nur der Umriss angezeigt. Also vielleicht auch eine nette Funktion für die Leute, die das haben wollen. So kann ich jetzt zum Beispiel wechseln. Ich mag das aber dann, dass ich es hier komplett ausschalte und dann habe ich nur noch den Fensterwechsler. Und kann dann direkt sehen, zu welchem Fenster ich switche. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, hier natürlich weitere Layouts auszuwählen. Es gibt die kompakte Methode, die halt ja nur den Namen und das Icon anzeigt. Und es gibt noch die Methode, dass wir nur den Text angezeigt bekommen. Oder auch die Methode, die ja, so ein bisschen was an Unity vielleicht erinnert oder an macOS 10, dass mir sehr große Symbole einfach angezeigt werden. Und das kann ich euch auch mal zeigen. Das würde dann so aussehen. Ihr seht, kriege ich die Symbole angezeigt und wenn ich dann über das Symbol gehe mit der Maus oder mit Alt-Tab drücke, dann wird mir unten angezeigt, was das jetzt für ein Fenster ist. Also der Fenstertitel wird mir angezeigt. So kann ich dann hin und her wechseln.
Also auch eine tolle Methode. Falls ihr jetzt nicht nur Fenster auf einer Arbeitsfläche haben wollt, gerade bei diesem ja, Unity oder Mac OS 10 ähnlichen Umschalter macht das eventuell Sinn, könnt ihr, wenn ihr jetzt mal auf Arbeitsfläche 1 geht, seht ihr, habe ich hier noch ein Terminal offen. Gehe nochmal auf Arbeitsfläche 2. Wenn ich jetzt in diesem Wechsler auch eben Fenster angezeigt haben bekommen möchte, die auf allen Arbeitsflächen sind, kann ich hier Fenster auflisten, kann ich von aktueller Arbeitsfläche auf alle Arbeitsflächen schalten. Und dann seht ihr, habe ich ein Terminalfenster mehr. Und jetzt loslasse, lande ich direkt in dem Desktop 1, wo jetzt dieses Terminal sich befindet. Kann jetzt wieder zurück zum Umschalter gehen. Das klappt also auch. Ich habe sogar noch mehr Möglichkeiten, das Ganze zu konfigurieren, indem ich hier bei Fenster auflisten auch sagen kann, aktuelle Arbeitsfläche nach Anwendungen gruppieren. Das ist auch wieder so etwas, was so ein bisschen so Unity-mäßig ist. Ich kann es euch mal zeigen. Dann wird das Ganze nämlich so aussehen. Ich habe nur noch ein Terminal hier. Wenn ich dann loslasse, wird eben dieses Terminal nur angezeigt. Ich kann aber auch dann nichts zu dem anderen Terminal wieder wechseln. Jedenfalls sehe ich da jetzt keine Möglichkeit, dass man da wechseln könnte. Das heißt, das ist so eher eine intelligentere Art, wie man eventuell die Arbeitsflächen wechseln könnte, indem hier eben nach Anwendungen gruppiert was angezeigt wird. Ich kann aber auch hier alle Arbeitsflächen nach Anwendung gruppiert anmachen. Dann wird eben auf allen Arbeitsflächen durchsucht, ob eben eine Anwendung da doppelt auf ist, wie zum Beispiel das Terminal. Und dann sieht das Ganze so aus. Im Grunde genommen genauso wie vorher, nur jetzt habe ich die Möglichkeit hier auch zu dem anderen Terminal zu wechseln, indem ich halt nochmal drauf gehe auf dieses Terminal. Jetzt wechsle ich zum anderen Terminal und jetzt könnte ich zum anderen wieder wechseln. Ich gehe mal hier in den Anwendungsumschalter, gehe nochmal hier hin. Jetzt würde ich auf der gleichen Arbeitsoberfläche zu meinem Terminal wechseln. Wenn ich jetzt nochmal rumgehe, jetzt auf diesem Terminal bin und jetzt nochmal zu dem anderen Terminal möchte und merke, ah verdammt, das ist nicht das Terminal, was ich haben möchte, kann ich noch einmal Alt-Tab drücken, nochmal auf das Terminal gehen und dann wechsle ich zum anderen Terminal. Ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es macht auf jeden Fall schon mal Sinn, das so zu handhaben. Dann gibt es natürlich, ich schalte das mal hier wieder zurück auf aktuelle Arbeitsfläche, gibt es noch die Möglichkeit, hier die Sortierreihenfolge einzustellen. Die ist standardmäßig eingestellt auf kürzlich verwendete Programme, sodass halt eben ich, wenn ich Alt-Tab ganz schnell drücke und gar nicht festhalte die Alt-Taste, direkt zum letzten Programm springe. Das war jetzt in dem Fall das Terminal. Mache ich nochmal, bin ich hier wieder beim Anwendungsumschalter der Systemeinstellung, drücke ich zweimal, bin ich beim Dolphin, nochmal zweimal bin ich wieder beim Terminal, noch einmal wieder beim Dolphin, nochmal zweimal bin ich wieder in die Systemeinstellung. Also man kann da so ein bisschen eine Systematik drin erkennen. Wer das nicht so mag, kann natürlich auch die Reihenfolge ändern, zu einer Stapelreihenfolge zum Beispiel. Es gibt dann noch eine alternative Methode, die interessant ist, die man einstellen kann. Das heißt, es gibt nicht nur die Methodik eben einzuschalten, diesen Standard Alt-Tab-Switcher, sondern man hat auch die Möglichkeit, noch eine Alternative einzustellen. Das heißt, falls ihr noch eine Alternative haben wollt, ihr seht, die ist jetzt hier auch schon gesetzt, Layout-basierend, dann könnt ihr das auch machen. Ups. Hier könnt ihr natürlich auch noch feststellen oder festlegen, welche Aktion ausgeführt wird, damit ein alternatives Wechseln zwischen Fenstern möglich ist. Das heißt, standardmäßig ist nur Alt-Tab eingestellt für eben diesen allgemeinen Tab-Wechsler. Ich kann aber jetzt, wenn ich möchte, auch sagen, dass Steuerung-Tab jetzt mein alternatives Wechseln zwischen Fenstern sein soll. Dazu lege ich das hier einfach fest, sage Steuerung-Tab. Und jetzt kann ich mit Steuerung Tab, seht ihr, habe ich jetzt einen alternativen Fensterwechsler. Das heißt, ich kann jetzt hier mit Alt Tab, habe ich diesen Fensterwechsler, mit Steuerung Tab habe ich diesen. Also auch eine sehr, sehr nette Funktion, die einem hier KDE in Sachen Konfigurierbarkeit ermöglicht. Ich kann also mehrere verschiedene Umschalter für Fenster verwenden. So, das war ist auch schon für diese allererste Folge von den KDE Tipps und Tricks Screencast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein und lernt hoffentlich auch was im Umgang mit KDE.